Fährt eigentlich hier einer in der Runde ein E-Auto? Aus Prinzip schon nicht. Würde ich auch nicht. Ich gar nicht, aus Prinzip nicht, aber ein Verbrenner ist einfach geiler. Ja? Man tankt einmal voll und knallt mit 230 km/h, ich sag's jetzt auch mal so, bis München durch. Und wenn man abends fährt, ist man von Berlin in 3 Stunden in München. Breite Autobahn, kein Tempolimit, man muss nicht anhalten, außer man will sich einen Schokoriegel kaufen. So, das ist einfach was anderes.